Herzlich willkommen zurück zu Let's Play God of War 3 Remastered. Ja, im letzten Teil sind wir in den Hades gefallen. Da sind wir eigentlich schon im Teil davor, aber da haben wir angefangen, den Hades zu durchqueren. Haben von Athene eine neue Klinge bekommen, die übrigens noch lebt. Und ja, haben einen armen Typen verbrannt, der hier gefangen war, um an seinen Bogen zu kommen, den wir jetzt haben. Zack. Um damit diese nervigen Dinger hier freizulegen. Beziehungsweise wegzumachen. Diese komischen Pflanzenteile. So, da oben ist zwar nicht unser Weg, wo wir dran kommen, aber ich meine, da wäre noch was versteckt. Deswegen gucken wir, dass wir da dran kommen. Okay, so wird das nix. Da muss ich dann doch ein bisschen mehr Geduld haben. So. Da seht ihr. Eine Orbkiste und tatsächlich sogar noch eine andere Kiste. Ist das nicht schön? Was haben wir denn da? Eine Phönixfeder. Das ist doch schön. Davon kann man ja theoretisch nie genug haben. So, ich weiß natürlich nicht, ob man alle finden kann, obwohl, doch, man wird, glaube ich, alle finden, denn ich habe ja mal die Theorie aufgestellt, beziehungsweise einige von euch haben es, glaube ich, auch schon mal so gesagt, dass es bei God of War 1 zumindest noch so war, vielleicht bei God of War 2 noch, ich bin mir nicht sicher, dass die Kisten tatsächlich abgezählt waren, dass es halt nur von allen Kisten eine bestimmte Anzahl gab, wenn du eine verpasst hast, hast du halt Pech gehabt, aber in den neueren God of War Teilen, auch wie diesem hier, gibt es mehrere solcher Kisten, wo, wenn man eine verpasst, auch mal in einer anderen was drin sein kann. Und wenn man alles hat, voll aufgewertet ist, sind diese Kisten dann nur noch Orbs. Und so wird es, glaube ich, auch hier sein. So war es, glaube ich, hier. Ich meine, ich hätte auch bei jedem Mal durchspielen von God of War 3 alles komplett aufgewertet immer. Aber egal. So, gehen wir erstmal weiter. Oh, da haben wir noch mehr von den Dingern. Und da hören wir wieder dieses Lied. Dieses seltsame. Hm, was das wohl sein kann. Egal, wir werden uns erstmal hier die Vasen zerstören. Und hier haben wir noch eine Nachricht. Notiz einer gequälten Seele. Die Melodie spielt pausenlos weiter. Die Stimme singt von Schmerz und Verlust. Dinge, die ich kenne und ertragen kann. Doch wenn sie von Hoffnung singt, erfahre ich wahre Qual. Eine Sehnsucht nach dem, was ich nie haben kann. Ja. Es ist aber auch irgendwie traurig. Eine traurige Melodie, könnte man sagen. Nur, woher sie kommt, weiß man noch nicht. Oh, und da haben wir auch schon unser erstes Minotaurenhorn. Dann haben wir von allen drei Dingen, die wir finden können, jetzt immerhin schon eins. Das ist doch ganz gut. Und wir haben auch schon fast 4000 Orbs, dann könnten wir nämlich unsere Klinge einmal verbessern. Yeah, und da kommen unsere Lieblingsgegner wieder. Harpien, wie ich sie vermisst habe. Ich hasse sie. So, die können jetzt eine komische Sturzflugattacke. Oder konnten sie die auch in den Vorgängern? Wie gesagt, es ist lange her, dass ich die gespielt habe, deswegen weiß ich es nicht mehr so genau. Aber wir werden sie jetzt mal platt machen. Man kann sie natürlich auch mit dem Bogen abknallen. Zack. Das geht natürlich auch. Ist bei fliegenden Gegnern vielleicht besser, aber sie sterben halt nicht direkt. Man kann sie sich auch packen und auf den Boden knallen. Und wenn sie auf dem Boden liegen, dann schön die Flügel abreißen. Aber ich springe meistens hoch und versuche sie dann zu schlagen, was nicht immer klappt. Aber wenn es klappt, ist es am effektivsten, finde ich. So kriegt man sie am schnellsten tot. So. Ich glaube, das hätten wir auch schon. Und wie ich gesehen habe, wir haben 4000 Orbs. Ist das nicht toll? So, dann werten wir schon mal eine Stufe unseres Schwertes auf. Ui. Ja, der Ton kam gerade aus dem Controller. Gut, da hätten wir eine weitere Neuerung. Hier als nächstes Mal, glaube ich, dann den Bogen. So. Eine weitere Neuerung, die mir gerade aufgefallen ist. Schön, schön. Zwar nichts Besonderes, aber so eine kleine Spielerei. Und hopp. So, was haben wir hier drin? Ist das weiß? Ah ja, okay, es ist so eine Gemischtkiste wieder. Von denen gibt es auch nicht so viele, oder? Okay. Macht nichts. So, wir werden uns erstmal weiter hangeln. Damit wir hier ein bisschen vorankommen. Und ich glaube, das hier, also in God of War 3 ist, glaube ich, der Hades am, am längsten von allen anderen Hades-Teilen in den God of War-Spielen. Also hier verbringt man schon einige Zeit, bis man wieder rauskommt. Aber es ist nicht umso weniger cool wie der ganze andere Shit in dem Spiel. Und es ist definitiv auch weniger nervig als
Aha, ich muss ja nach oben. Als in God of War 1. In God of War 2 war man ja gerade mal für, weiß ich nicht, 2 Minuten im Hades. Hier ist es dann doch schon ein bisschen länger. Aber das macht nichts. Das sollten wir auch hinkriegen. So, wir hangen uns erstmal schön an der Decke entlang. Damit wir hier weiterkommen. So, und wir nähern uns drei seltsamen Statuen, von denen man eine schon im Hintergrund sieht. Ist hier irgendwas versteckt? Nee. Okay. Das wollte ich nämlich gerade noch nachgucken, ob da irgendwas ist. Da. Die Richter der Unterwelt. Die Richter, die die Kette des Gleichgewichts halten. Ist das nicht alles episch? Unfassbar. Okay, da hinten ist ein Speicherpunkt. Hier ist irgendwas, das man aktivieren kann. Was haben wir hier noch alles Schönes? Hier ist ein Buch. Das kann man aber nicht lesen. Vielleicht kann Kratos einfach nicht lesen. Man weiß es nicht. Und da hinten ist eine Statue im Wasser. Aber sonst glaube ich nichts, ne? Eine prächtige Bronzestatue eines jungen Mädchens. So, so. Okay. So, dann gucken wir mal, was wir hier haben. Was ist hier? Eine Nachricht schmückt die Tafel. Jene, die ein Urteil wünschen, müssen die Prüfungen des Erebors ablegen. Erebos. Nicht Erebor, das ist Herr der Ringe. Beziehungsweise Hobbit. Ah ja, und jetzt können wir das Buch auch tatsächlich lesen. So, Prüfung 1. Die Verdammten. Getrieben von Furcht können die Verlorenen der Oberwelt ihre Sünden nicht entfliehen. Besiegen sie alle verlorenen Seelen und die Schergen, die ihr Schicksal bestimmen. Okay. Werden wir dann. Dann spiele ich mal den Scharfrichter. So. Genau, und dazu kommen noch diese Hände. Die das mit den Leuten anstellen. Deswegen sollte man möglichst viele von den normalen Menschen vorher töten, damit sie nicht in diese komischen Viecher verwandelt werden. Aber auch wenn man es nicht schafft, die Prüfung ist jetzt nicht die schwerste, Gott sei Dank. Es ist zum Glück nicht so ein Shit wie bei Dantes Inferno, wo man die 9 Ringe oder 10 Ringe der Hölle oder wie viele es auch immer waren da am Ende, wo man bei jedem so eine scheiß Prüfung bestehen muss. Die dann irgendwie daraus bestehen mit machen eine 10-Hit-Kombo in der Luft oder so ein Mist. Das mache ich sonst normalerweise, oder mache ich nicht mal, aber macht man sonst normalerweise für eine Trophäe. Und da muss man es machen, um halt weiterzukommen. Und das ist tatsächlich sehr ätzend gewesen. Wer sich davon überzeugen will, kann auch da mal reingucken. Habe ich auch schon Let's Played. Und habe mich da auch dementsprechend sehr drüber aufgeregt. So. Hört auf zu schreien, ihr Menschen. Ich tue euch gerade einen Gefallen hier, indem ich euch vorher abmucks. Ah, jetzt scheint es langsam weniger zu werden. Ah, okay. Haben wir anscheinend geschafft. Es geht doch direkt weiter mit Prüfung 2, die Verlorenen. Warum streben die verdammten Seelen im Hades nach Erlösung, wo sie doch auf ewig verdammt sind? Vernichten sie umherwandelnde Seelen, bevor sie sich in Hades Armee verwandeln. Ja, und das tun sie, indem sie den Zaun da berühren. Das Gitter. Das heißt, wir müssen die Viecher am besten immer abhalten, bevor sie reinkommen. Ich kann euch nicht versprechen, dass es bei allen klappt. Aber ich tue mein Bestes. Vor allem, weil der Minotaurus mir hier gerade echt auf den Sack geht. Na gut. So. Das war's für dich, Junge. Komm, lass dich behandeln von Dr. Kratos. Okay, Minotaurus-Stich. Ein Minotaurus so zu erledigen, verleiht immer Gesundheit-Orbs. Das ist gut zu wissen. Ah, toll. Hat es einer ganz knapp geschafft. Das, weil der Kampf gegen den Minotaurus so lange gedauert hat. Ich glaube, bei dieser Prüfung kann man echt Probleme haben, wenn man es nicht schafft, die Viecher rechtzeitig zu killen, bevor sie den Zaun hier erreichen. Zack. Und ein weiteres Mal
Verreck einfach. So, sehr schön. Auch das scheinen wir geschafft zu haben. Prüfung 3. Die Auserwählten. Um ins Elysium zu gelangen, bedarf es mehr als Beharrlichkeit und Stärke. Stellen Sie sich dem Urteil und beweisen Sie Ihren Wert. Vernichten Sie alles. Gut, machen wir dann. Darin sind wir sowieso Experte. Beziehungsweise Kratos. Ja, deswegen sollte das nicht so das Problem sein, auch wenn uns dieses Mistvieh hier gerade ordentlich in die Mangel nimmt. Aber dafür wird sie jetzt sterben. Zack. Komm, versuch erst gar nicht abzuhauen. Du weißt, es hat keinen Sinn. Immer das Gleiche mit diesen Mäuren. Gorgonen, sorry. Es ist auch schön, wie die Harpien versteinern und dann einfach runterfallen und zerbrechen. Ich meine, es macht natürlich Sinn, ne? Wäre blöd, wenn die als Stein noch in der Luft stehen bleiben würden. Aber es ist schön, dass sie an sowas gedacht haben. Zack. So, seht ihr, habe ich auch mal wieder Magie eingesetzt. Und den Minotaurus, ach, gucken wir auch mal kurz in seine Mundhöhle, ob da noch alles okay ist. Ja, fühlt sich alles noch normal an. Aber der Patient ist leider verstorben. Aber das passiert, ne? Passiert auch bei den besten Zahnärzten. So, bam, zack. Kommt halt auch noch schön. Geh weg, du scheiß Harpie. So, und du bist anscheinend der letzte Gegner hier. Und das heißt auch für dich, dass du sterben wirst. Katsching, tot. Sehr schön. Die Prüfung hätten wir bestanden. Oh, da geht's ja hin. Okay, was war denn hier? Ach, guck mal, Kisten. Kannte ich diesen Ort schon? Ich bin mir jetzt gerade ehrlich gesagt nicht sicher. Oh, kriegen auf jeden Fall ein paar Orbs. Das ist schon mal sehr schön. 2000 irgendwas braucht man, glaube ich, für den Bogen. Und ein Gorgonenauge. Schön, schön. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ob ich die Ecke hier schon kenne. Die kommt mir irgendwie so unbekannt vor. Kann aber auch sein, dass ich sie einfach wieder vergessen habe. Sonst haben wir ja nichts, ne? Gut. So, was ist denn, wenn wir jetzt hier drauf gehen? Ah, es bewegt sich. By the gods of Olympus and order of Zeus, we are the three judges. Face your final judgment, mortal. King Aeacus has found you wanting. King Rhadamanthus has found you worthy. It falls to me, King Minos, to make the final decision. Your future is cloaked in shadow. The realm of the afterlife is not yet ready for you. Beyond that door waits your destiny. Ah ja, okay. Das sind die drei Richter, die anscheinend darüber entscheiden, wer gut genug ist, um noch nicht in den Hades zu kommen und wer für ewig hier verdammt wird. Und bei uns ist es noch unschlüssig, deswegen müssen wir da hinten durch diese Tür weiter. Das werden wir, würde ich aber sagen, erst im nächsten Part. Denn wir haben jetzt nicht mehr so viel Zeit und hier ist ein Speicherpunkt, was für mich ganz gut ist. Und ja, im nächsten Teil geht es dann weiter durch den Hades und dann werden wir sehen, ob wir würdig sind, um wieder an die Oberfläche zu kommen oder eben nicht. Deswegen war es das für God of War 3 Remastered und im nächsten Teil geht es dann weiter. Bis dann. Ciao.